Kim, wir fliegen. Wir fliegen. Ich fliege gleich. Und sie fliegt, fliegt, fliegt wie ein Flieger. Ja, nichts anpacken, Kim. Am Flughafen nichts anpacken. Ja, alles voller Keime. Alles voller Keime. Der Fabi und ich, guten Morgen. Wir nehmen die Kim heute mit auf einen Ausflug. Heute gehen wir in den Zoo. Sie gehen fliegen. Und zwar nach Barcelona. Und Kim, ich bin nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung ist. Ich weiß auch nicht. Und Kim kennt ihr ja schon vielleicht aus meinem Blog schon. Zur OMDS3 Cabrio. Link unten in der Infobox. Und sie freut sich, weil... Kim, wie lange bist du nicht geflogen? 8 Jahre. Und Kim liebt Fliegen. Und Flughäfen. Wenn ich eine Freude machen will, lade ich zum Fliegen ein. Einfach nur hinfliegen. Die muss auch nicht aussteigen. Die bleibt einfach drin sitzen, fliegt wieder mit zurück. Wir testen den. Seat Leon. Mensch, da müssen wir aber noch üben. Das schläft und das ist ganz aufgedreht. Und ich bin das Mittelding. Sitzt ja auch in der Mitte. Normalerweise schlüpft sie. Wie kann das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Normalerweise filme ich euch ja immer so Start und Landung, damit ihr so ein Intro habt, damit es irgendwie schön aussieht. Heute habe ich mir überlegt, zeige ich euch was viel schöner aus. Ich zeige euch die Kim. Ich wünschte, ich könnte von außen eine GoPro machen. Und die dann so eine Pizza. These seats are for sale. Nee, wir sitzen ja drauf. Das habe ich auf Kassette und ich werde es verwenden. Letztes Mal habt ihr einen Grummelfabian kennengelernt. Jetzt lernt ihr einen Sleepy-Fabian kennen. Der nächste lange Flug. Wenn ich wach bin und du schläfst, mach ich so die ganze Zeit. Oh, das ist besser. Sag mal. Kim ist, glaube ich, eine Fluglandungsapplaudiererin. Ich darf nicht. Aber der Pilot ist gut geflogen. Er hat seinen Job gemacht. Das war so schön. Der ist so schön. Da ist der Fabi. Da ist der Fabi. Ja, der Fabi ganz klein. Wir sind angekommen. Yay. Barcelona. Ich glaube, für Kim war der Flug, glaube ich, ganz cool. Der Flug war schön. Auf jeden Fall machen wir jetzt heute was anderes. Wir haben einmal die Kombi-Version und einmal die Short-Version und haben dann einmal Diesel und einmal Benziner. Und ja, soweit ich das jetzt verstanden habe. Ich habe jetzt Fabians Auto ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ne? Ich glaube, ich habe manuell und er hat Automatik. Kann das sein? Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube. Wahnsinnig schön. Hätte ich zumindest gefragt, ob du manuell hast. Schönes Wetter! Yay! 18 Grad. Nee, was sagt das? Was 17 Grad hat der Pilot hier gesagt. 13 Grad. Ist egal. Der Pilot am Flughafen war noch 17 Grad, hier ist 13 Grad. Wir Sie kommen. Haben das Ziel erreicht. Wir haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. Ich durfte mir die Kamera schnappen. Die Herrschaften sind nämlich noch beschäftigt. Natürlich. Dann das hier von der Größe auch neu zu erkennen an diesen Punkten, wo man hier direkt zu... Business. Und ich genieße ein bisschen die Sonne. Larissa, was machst du? Scheiß. Warum machst du Scheiße? Ich hab drauf gedrückt, obwohl Fabian gesagt hat, nicht drauf drücken. Kennst du das, wenn du irgendeinen Schalter oder einen Knopf nicht drücken würdest und du plötzlich dieses Verlangen hast, ihn zu drücken? Ja. Larissa macht Mist. So wird professionell gearbeitet bei autoforie.de. Na.
Mittagspause, liebe Leute. Wir sind schon seit einigen Stunden hier an der Location und haben schon fleißig gefilmt und gönnen uns jetzt ein Mittagessen. Ein Snack. Pause. Kim, wie ist es? Gut. Fabi, wie ist es? Schön sonnig. 23 Grad hat das Auto gesagt. Stimmt. Das ist korrekt. Oh. Ja. Dann kannst du mein Bett aus meiner Handtasche holen? Kann ich machen. Okay. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem. Dann komme ich vorbei, denn ich hab... Ich meine die Kamera hier denn ich hab an das Glas hinmachen. Ich wollte mal gucken, wie weit das aufgeht. Denn ich hab... Ja, dann drück doch einfach bis zum Ende. Was denn? Ich hab was? Stopp und groß. Schnaps. Boah, ihr seid echt langweilig für den Vlog gerade. Kim, auf den billigen Plätzen schnallen Sie sich mal bitte an. Larissa, ich bin angeschnallt. Larissa fährt und die ich Larissa fährt sehr agil und dynamisch. Aber nicht immer. Leider nein, leider gar nicht. Ich werde jetzt von drei Seiten hier gefilmt und zwei Leute beobachten. Ich fühle mich leicht unter Druck gesetzt. Kein Problem. Lauf, Fabi, lauf! Vorher tönst du noch von Flugzeugversicherung. Jetzt fährt sie mit offenem Koffer hier weg. Lauf, Fabi, lauf! Ein super Aufnahme. Wenn ich mir denke, ich fahre gleich weit. Ein bisschen Spiel hast du noch. Guck mich sowas feiern! One and only. James Dearborn. Es leuchtet blau. Es leuchtet blau. Avatar. Avatar. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Gut, dass die zwei hier Autos machen und keine Filme. Die Route wird berechnet. Hä? James, wie zieht jetzt das Play? Yippee-yay, Schweinebacke. Bah. Wer ist er denn? Bruce! Der Bruce! Wer fährt mit mir um die Wette? Komm, wir reiten um die Wette. Das sind Bibi und Gina. Hofft Mama die Jungs und Sabrina. Sie jagen geschwind. Weil sie Freunde sind. Yeah. Yeah. Gummibär. Hast du Benjamin Blümchen gehört? Ja. Töre. Benjamin. Otto. Hanna Elefant. Na 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 na. Halmen. Na na na. Na 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 na. Na, 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 wir lieben na, dich. Benjamin Blümchen. Tada. Kim geht jetzt ins Wasser. Nicht meine Füße filmen. Geh weg. Man filmt die Füße nicht. Das ist voll süße Füße. Ich mag Füße keine Füße. Füße sind bäh. Ich mag alle Fußfetischisten, beleidigst du gerade. Die können auch nichts dafür. Es läuft weg. Es geht ehrlich ins Wasser. Es ist verrückt. Sehr schön. Sehr ästhetisch aus. Beim Essen gefilmt werden ist auch immer super angenehm. Ich zoome noch mal ran. Hauptsache, es gibt einen Seat-Cocktail. Ich habe gedacht, er wird gemacht.
Er wird nicht gemacht, wir machen ihn selber. Vor allen Dingen, ich wurde vorher noch ausgelaugt. Ja. Mein Englisch ist doch nicht so schlecht. Ich habe das alles verstanden. Der Akzent ist ja auch stark. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen Angst, dass sie uns bekleckern könnten. Ich trage Spaß. Ich auch. Fabi hat ein weißes T-Shirt drunter. Er hat auch ein hellblaues. Ich weiß nicht, ob das so wirklich. Ja, es ist noch nicht Weihnachten, aber ich hatte Bock drauf. Sie sagt, es steht mir, obwohl noch nicht Weihnachten. Ich schleime schon wieder. Ja, aber genau darum liebe ich sie. Ein Grummel-Fabian. Heute nicht. Müder Fabian. Muss nur wach werden. Frühstück. Motor muss auch erstmal warm laufen. Oh, die Kim verwendet schon Autometapher. Oh. Passt, ne? So, Lachs, Gurken kennt ihr alle schon. Tomate, Mozzarella und was man in Spanien immer essen sollte, Schinken und Salami. So, wir sind jetzt, wie ihr gemerkt habt, schon wieder im Auto und unterwegs. Da ich nicht mehr moderieren muss heute und nur noch andere Dinge geshootet werden, habe ich mich nicht geschminkt. Kim sieht hindessen top und wunderschön aus, wie immer. Kim hat erstmal gerade eine neue Frisur von mir verpasst gekriegt. Einen Fischgrätzopf. Ist das nicht schön? Ich sag dir, der Vlog wird gut ankommen. Daumen hoch, falls ihr Kim gut findet. Die Kim darf als allererste an Bord. Möchtest du den Kapitän fragen, ob du mal gucken darfst? Und es folgt schlicht und einfach der letzte Flug nach Düsseldorf. Und dann war es das auch schon. Ich werde ein bisschen schneiden. Kim wird ein bisschen aus dem Fenster gucken und sich freuen. Wie war dein Wochenende, Kim? Ja, aber. So unbelievable. Schön? Ja. Schön, das freut mich. Ich glaube, das Ganze wird für euch jetzt aber nicht so spannend. Ja. Auf jeden Fall werden wir die Kinder nach Hause fahren. Und dann war es das auch schon mit unserem Video und auch unserem Wochenende. Und der Fabi arbeitet schon fleißig. Kim freut sich schon auf den nächsten Start. Ich werde gleich auch mit dem Arbeiten beginnen und genau dieses Video schneiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt es einen Daumen hoch. Falls euch die Kim gefällt und ihr die öfter sehen möchtet, gebt ihr einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, ciao von meiner Seite. Ciao von meiner Seite. Der Fabi, da laufen gerade Menschen durch. Fabi, muss mal auch ciao sagen. Reicht, ne? Reicht.